So, die erste K.O.-Runde. Wer jetzt gegen Deutschland los geht's. So, dann bin ich ja mal gespannt hier. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Mal kurz was einstellen. Okay, los jetzt. Das Spiel läuft. Auf ein Wort an Sie. Wer ist für dich der wichtigste Spieler auf dem Platz? Es gibt einen echten Mittelfeld-Allrounder auf dem Rasen und der heißt Aaron Ramsey. Und wenn er das heute wieder umsetzt, dann bin ich mir sicher, wird er diese Partie maßgeblich mitentscheiden. Ja, Komm auf ran das hier. Pferd hätte ich auch gesetzt. Und ich bin mir sicher, die Fans stimmen mit uns überein. Hier ist Ledley. Jawohl. Mario Götze. Jetzt aber. Yes, Alter. Yes. Für Deutschland. Kein Torhüter der Welt hätte den halten können. Ein Schuss wie ein Donnerschlag. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Geil. So muss es sein. Damit ist dieses Spiel hier eröffnet. Sie haben es angekündigt. Es ist ganz wichtig, so schnell wie möglich ins Rollen zu kommen. Das ist Ihnen mit diesem Tor gelungen. Bale. Chester. Ramsey. Bale. Chester. Bale. Sie haben sich eine Menge vorgenommen vor dieser Partie und Sie haben es sofort umgesetzt. Allen, Deutschland, schon in den ersten 10 Minuten mit dem Tor und geht damit 1:0 in Führung. Das heißt, sie muss noch halten. Allen. Ledley. Komm, komm, komm. Ramsey. Und rüber auf den Flügel. Raus auf den Flügel. Und der Ball ist durch. Ah, komm. Die Flanke bringen. Und bitte. Er zieht durch. Ach, Gott sei Dank, ey. Ganz enge Kiste, trotzdem letztlich vorbei. Der Torwart guckt einfach nur hinterher, reagiert gar nicht.
und wird, glaube ich, ziemlich erleichtert sein, dass der Ball nicht aufs Tor gekommen ist. Randa, randa. Mesut Özil. Das ist Mario Götze. Schießt ihn aufs Tor. Boah, shit. Schlichtweg nicht platziert genug. Das war nicht schlecht, aber das muss auch optimal sein, wenn du aus dieser Entfernung das Tor machen willst. Schweinsteiger. Ach, Kappe. Erlen. Beide Mannschaften schenken den Ball zu schnell wieder her. Ach, Mist. Erlen. Ashley Williams. Ledley. Oh, geht da ran, verdammt. Allen. Ramsey. Bale. Wales kontrolliert den Ball, aber derzeit nicht viel Bodengut. Das ist ja eine Möglichkeit hier. Toll gelöst. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Ledley. Allen. Er versucht ihn da durchzuspielen. Das ist die Chance. Boah. Vorbei, wenn auch nur um Haaresbreite. Das war knapper, als man meinen sollte. Der war beinahe drin. Ein guter Versuch. Gerade an die Buletten hier. Ledley. Ashley Williams. Ledley. Ramsey. Bale. Versucht, über die linke Seite Druck zu machen. Ein langer Ball nach vorn. Mesut Özil. Müller. Oh. Gut aufgepasst. Das war notwendig. Allen. Schweinsteiger. Ah, diese Sau, ey. Bale. Ramsey. Schön weitergespielt. Ah. Ramsey. Da ist kein Rankommen, Alter. Ledley. Ramsey. Allen. Ey, seid ihr langsam fertig? Der Pfiff des Schiris und nun ist Halbzeit. Weiter geht's hier. Man darf nach der ersten Halbzeit hochzufrieden sein. Man darf allerdings in Durchgang 2 nicht nachlässig werden. Es steht also 1:0 zu Beginn des zweiten Durchgangs. Los geht's. Willkommen zurück zum Anstoß in diese zweite Hälfte. Deutschland muss sich jetzt natürlich entscheiden, nachlegen und auf die Entscheidung drängen oder auf Halten spielen. Das könnte natürlich ein Spiel mit dem Feuer sein. Ja, Alter. Das ist jetzt schon ein komfortables Polster. Besser kann man den wohl nicht treffen. So einen kann kein Normalsterblicher halten. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Sehr schön. Und damit steht's 2:0.
Gott sei Dank. War's das? Sie haben die Führung ausgebaut. Ist das schon die Entscheidung? Oder erleben wir doch noch mal die Wende? Na, hoffe ich mal nicht. Mats Hummels. Ja, komm, jawohl. Mario Götze. Ledley. Jawohl. Scheiße. Allen. Er schießt. Gefahr vorerst gebannt. Ein Schuss aufs Tor. Schade. Ganz misslungener Schuss. Er weiß, dass er aus der Distanz ein guter Schütze ist. Vielleicht klappt's ja beim nächsten Mal. Allen. Wir waren ja nicht dabei, als der Trainer in der Halbzeitpause zu seinen Jungs gesprochen hat, aber wir dürfen nach diesem Treffer feststellen, er hat die richtigen Worte gefunden. Nein. Jawohl. Jawohl. In Richtung Tor. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Geil. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Und er ist zur Stelle. Scheiße. Allen. Wieder mal richtig gut verteidigt. Ach, gibt's doch nicht. Da stehen sie wirklich stabil. Riesenmöglichkeit. Oh. Da kannst du eine Schablone drauflegen wie vorhin und wieder klappt's nicht. Für die FA. Guck mal, Spinner. Oh Mann. Richtig weit nach vorn geschaufelt. Ja, und vor damit. Ach, komm ran hier. Er steckt ihn durch. Oh. Geil. Der Torhüter haut ihn weit raus. Und der Fernschuss war ein Strahl. So macht es doch Spaß. Ist stark von beiden. Es fehlt nicht viel und sein Torekonto wäre weiter angewachsen. Er ist ein Spieler, das wissen wir nicht erst seit heute, den du nicht aus den Augen lassen darfst. Schade, schade. Deutschland nimmt noch keine Änderungen am Personal vor. Weit von hinten nach vorn geschlagen. Randa. Hier ist Bale. Weit nach draußen gespielt. Sauber verteidigt. Keines der beiden Teams bringt zur zweite Ballbesitz etwas Produktives zustande. Nein, der war zu lang. An der Seitenlinie tut sich was, sehe ich. Sieht so aus, als würde es einen Wechsel geben. Reus. Und direkt in die Sturmspitze. Komm. Oh, fuck. Ashley Williams. Absolut keine Chance, diesen Riegel zu knacken. Sag mal. Ledley. Allen. Ledley, da treibt er den Ball weit vor. Allen versucht die ganze. Nein. Da kommt der Schuss. Und der Torwart ist geschlagen. Mit
dem Platz und Fuck, der Zeit, die er da hatte, konnte er eigentlich gar nicht mehr daneben schießen. King hat gerochen, wo der Ball hinkommt und das, was er dann mit dem Ball anstellt, das ist Extraklasse. Ein schönes Tor. Und damit brauchen sie nur noch eins. Wenn mir das jemand gesagt hätte, dass sie hier nochmal zurückkommen, ich hätte fast jede Wette gehalten. Jetzt bin ich natürlich skeptisch. Hier geht doch was. Der kommt weit nach vorn. Ja, komm. Die Zeit wird knapp. Sie müssen den Ball nach vorne kriegen. Der Ball kommt durch. Und er haut das Ding vor. Wenn man sie riechen könnte, dann riechen sie sie jetzt, die Ziellinie. Komm. Gutes Dribbling, wenn auch ohne Erfolg. Und er schießt. Eine echte Gefahr für den Kasten. Weiter hier. Allen. Die schießen ja kein Tor mehr. Nein. Wie lange lässt der Unparteiische nachspielen? Na, das gegnerische Team macht richtig Alarm, aber er kann die Situation lösen. Oh nein. Nein. Komm. Toni Kroos. Jawohl. Aus und vorbei. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr und pfeift ab. Was für ein Pokalfight, aber letztendlich ein verdienter Sieger. Das war knapp. Da musste gezittert werden bis zum Ende, aber hauchdünn haben sie die zweite Runde gewonnen. Oh. Krass, ey. Oh Mann, ey. Geil. Turnierauslosung. Sehr schön, sehr schön. Boah, war heftig, Alter. Dann sprechen wir mal hier ab. Und sehen uns dann im nächsten Spiel. Deutschland gegen Irland im Viertelfinale. Also, haut rein. Bis dann.